Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut bei der Folge 10 von Let's Play Crimtail 6 Die Vergeltung. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass der Geist, der uns ständig in den ganzen Erinnerungen folgt, Edward Maxwell ist, der Großvater von Catherine Maxwell, der wo wir jetzt gerade in Erinnerung von ihr sind. Und ich denke mal, dass er uns die ganze Zeit irgendwie aufhalten, Angst einjagen wollte. Schließlich daraus, dass er ziemlich sauer auf seine Familie ist. Aus irgendeinem Grund, den wir wahrscheinlich noch rausfinden werden. Und er bedroht wahrscheinlich die ganze Familie. Nicht nur die Maxwells, sondern auch die McCrays. Und um einen Fehler noch richtig zu machen, das letzte Mal den Stammbaum gesehen haben, das war nicht der Stammbaum der Crays und der McCrays, sondern der Stammbaum der McCrays und der Maxwells. Um das Ganze nochmal richtig zu setzen. So. Da können wir jetzt nun dies hier reinsetzen. Kriegen die Echse einen Schlüssel? Können wir das aufdrehen? Anscheinend fehlt etwas in diesem Rohr. Okay, dann müssen wir das noch rausfinden. Hier ist auf jeden Fall die andere Echse. Dann können wir da schon mal rein. Goldener Schlüssel. Aber bevor wir da reingehen, gehen wir nochmal zurück zum Schleifstein, denn dort war was im Stein hier drin, das wir wahrscheinlich nur mit diesem Magneten rauskriegen. Richtig, ein Stück des Rohrs, das noch fehlt. Und wir brauchen noch irgendwas Langes, um den Stein hier zu kippen. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann ich das jetzt zusammensetzen. War auch anscheinend richtig. Und da wir eine Gießkanne dabei haben, zähle ich 1 und 1 zusammen. Und können jetzt diese Blume gießen. Oha. Die braucht ja wirklich Wasser. Und hier ist ein Blatt und ein Buttermesser. Was für eine schöne Blume. Niemand hat was dagegen, wenn ich sie mitnehme. Dann nimm es halt mit. War ja klar. Die hat die Heckenschelle doch nicht weggeschmissen. Oh, hat aber so ausgeschaut. Die ist dahinter geflogen. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Schaut doch nicht schlecht aus, oder? So ein schöner, nächtlicher Garten. Mit sehr vielen schönen Bäumen. Okay, die sind es ist wahrscheinlich gerade Herbst. Der schöne Brunnen. Da könnte man sich hinhocken und so. Und so, sich so bequem und echt entspannen, oder? Also wenn jetzt nicht unbedingt jetzt wenn Winter ist, aber das ist schon genial. Ja. Solche Blumen will ich auch, wo Diamanten drin sind. Dann bin ich reich. Auf jeden Fall. Okay, mit dem Messer, glaube ich, mit dem Buttermesser. Schließlich dabei raus, dass man den Stein hier bewegen kann. Und da ist das andere Stück des Stethoskop, das wir in der letzten Folge in der Tasche gefunden haben. Repariert ist es auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hier rein. Abgeschlossen. Betritt Blackrock Castle. Und wie heißt die neue Aufgabe? Untersuche den ersten Stock. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, hier ist noch ein... Wahrscheinlich mit den Diamanten, oder? Ich könnte mich schneiden. Ich sollte etwas finden, indem ich den Diamanten einsetzen kann, bevor ich mich schneide verwende. Was? Okay, das kann schon sein, dass der Diamant so scharfe Enden hat. Oh, Kaffee. Oh, das wäre jetzt schön. Nein, es ist kein Kaffee. Es ist Kaffeehaag. Oh Mann. Okay, noch ein Stück, noch eine Rune. Und das hätte ich jetzt beinahe übersehen, das ist wahrscheinlich... Moment mal, Münze. Moment. Da hat doch hier was gefehlt. Weil ich erinnere mich an das Stück. Wahrscheinlich gehört das dann das da rein. Noch eine Rune. Okay. Können wir die irgendwie die Blumen zusammensetzen? Wow, okay. Das gehört aber nicht dazu. Nö. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Ja. Da müssen wir die restlichen Teile finden. Das ist mir bewusst. Madame, das ist mir bewusst.
Okay, wir brauchen eins und eins zusammen sehen. Es ist ein schöner Greif, schön gezeichnet, ohne Witz. Und hier kommen wahrscheinlich die Runen rein. Herr Greif, vermissen Sie zufälligerweise das hier? Dankeschön. Wahrscheinlich brauchen wir noch die restlichen Runen. Okay. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei gewissen Sachen immer irgendwie eine kleine Hilfestellung ist? Zum Beispiel, wir kommen hierher, wenn jetzt das hier nicht so sehen wäre, wie das genauso ausschaut wie das hier, wüssten wir eigentlich nicht, was wir machen müssten, ja? Zum Beispiel erinnert euch auch am Schleifstein draußen, da ist so ein kleines Zettelchen mit einer Zeichnung, wo eine Heckenschere geschliffen wird. Das sind immer so ganz kleine Hilfestellungen dabei. Wow. Okay, lesen wir erstmal mal die Info. Die zusammen Masken befinden sich in der rechten oberen Ecke. Verändere den oberen Teil der Maske mit Hilfe des großen Rades oben. Verändere den unteren Teil mit dem kleinen Rad. Okay, wir brauchen als erstes dies hier. Das scheint ja zu stimmen schon. Okay, schauen wir mal, ob wir es zusammenkriegen. Okay, Nummer 1 haben wir. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir den entsetzten Blick. Okay. Ist es der hier? Und dann müssen wir jetzt den machen. Ist jetzt meine Vermutung. Da mal das nächste. Und jetzt kommt... Ist es jetzt ein weinender Blick? Also ich kann die Mimik jetzt gerade nicht deuten. Es ist, glaube ich, eher so panischer Blick, glaube ich. Oder entsetzt? Nee, Panik. Das hat aber auch nur einen Zahn, okay. Na komm, das eine Gesicht kriegen wir doch noch hin, wollte ich schon sagen. Ha! Haben wir die eine Rune fertig? Hier mein Hebel. Noch eines Tages brachte Charles einen kleinen Jungen nach Hause. Das Kind war bedrückt, brachte kaum ein Wort heraus und blickte verärgert um sich. Charles verkündet, es handelt sich um seinen Sohn. Allerdings wussten wir nie, wer die Mutter war. Okay. Ich wusste nicht, dass Edward Charles Maxwells unehelicher Sohn ist. Ja, jetzt weiß es. Und wahrscheinlich können wir jetzt die Runen reinkriegen und werden dann weitergeleitet. Okay, das geht auf. Glasschneiderbasis. Okay, da müssen wir einen Glasschneider zusammenkriegen. Den Diamanten haben wir schon. Dann gehen wir mal nach oben. Aufgabe abgeschlossen. Untersuche den ersten Stock. Neue Aufgabe ist, finde heraus, was sich dahinter verbirgt. Hinter was verbirgt? Beängstigt, aber der Geist wird mich nicht aufhalten. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon in der letzten Folge gesagt, dass ich den schon gar nicht mehr ernst nehme. Weil der taucht überall, Zähnefletschen, Krallen schwingend. Und wie es immer so schön sagt, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Aber schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Okay, Presslufthammerstück, oder? Metallstauge. Was ist eine Metallstauge? Okay, wahrscheinlich dazu brauchen wir den Griff. Kriegen eine Farbe und ein Messer.
Okay, ich hoffe, das ist ein scharfes Messer. Was haben wir hier? Dazu brauchen wir wahrscheinlich den Besen, den wir noch aus der letzten Erinnerung mitgenommen haben, mal. Okay, da ist noch eine Farbe und erscheint hinter dem anderen Bild was zu sein. Können wir das mit dem Messer freimachen? Wusste ich's doch, da ist er doch. Ich glaube, das ist der Geist. Das ist Edward Maxwell. Parents never spoke about my grandfather. From what I've heard, he was driven out for doing something horrible. No one has seen him since. Es besagt, dass Edward Rache üben wollte und wahrscheinlich ist das der Geist, der Rache üben will. Ist meine Vermutung. Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Wir brauchen wahrscheinlich noch so eine Quaste, damit das wieder aufgeht. Ich glaube nicht, dass man mit dem Messer das... Ja, dachte ich mir schon. Was ist hier? Hier brauchen wir wahrscheinlich den Schraubenzieher. Na, wo ist er? Und wie immer wieder ist hier wieder so eine Hilfestellung. Wir brauchen diesen Hebel, um das hier aufzukriegen, die Tür. Okay, was haben wir hier? Hier braucht man wahrscheinlich das Blatt, was wir schon besitzen. Okay, und wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Haben wir den auch? Kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, ob wir jetzt noch einen Schlüssel haben. Nö, wir haben keinen Schlüssel. Okay, dann brauchen wir noch einen Schlüssel. Wie kommen wir jetzt weiter? Was sagt mal die Karte wieder? Wir haben schon wieder einen Tagebucheintrag, sonst würde das Buch nicht so leuchten. Ein Bild Edwards mit der Beschriftung, ihr habt mich aus der Familie verbannt, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich schwöre, dass euch und eure Nachkommen meine Rache treffen wird. Das ist ein wichtiger Hinweis. Auf jeden Fall. Und was sagt die Karte? Wir können hier, wo wir gerade stehen, was machen. Im Eingang noch und hier. Ich schaue mich erstmal nochmal hier um. Können wir mit dem Messer da das rauspopeln? Oder mit der Stange wollte ich auch sagen. Messer? Nö, kriegen wir nicht raus. Aber mit der Stange können wir doch den Stein weghebeln, oder? Und was kriegen wir da? Noch ein Diamanten, Glasschneiderbasis und den da hier von... wie heißt das, Da Vinci? Der geteilte Mann. Okay, können wir hier wieder was zusammenlegen? Dass uns das ein bisschen weniger erscheint. Und wahrscheinlich fehlt jetzt bloß noch der Diamant. Also wie gesagt, bei manchen Let's Plays nicht böse sein, wenn ich euch nicht direkt anschaue. Das ist dann Gewohnheitssache immer. Und wir haben einen Glasschneider und wir können jetzt hier wieder hin. Und wahrscheinlich das hier aufschneiden, weil da ist noch ein Stück von der Blume und der Schlüssel wahrscheinlich, den wir brauchen. Gott, war das gerade ein ekelhaftes Geräusch. Aber was soll diese Hand hier mit Krallen? Keine Ahnung. Und irgendwer geht im Hintergrund mit Stöckelschuhen, habe ich gerade gehört. Interessante Akustik. Okay, dann fehlt uns noch ein Drum. Dann gehen wir hier hoch und wir brauchen bestimmt den Schlüssel hierfür. Weil Blatt, 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 Blatt. So, jetzt schauen wir mal hier dran. Abgeschlossen. Finde heraus, was sich dahinter verbirgt. Hinter dieser Tür wahrscheinlich. So. Gelange durch die Geheimtür in die Galerie. Ja, so geheim ist diese Tür gar nicht, weil die Tür ist offen zu sehen, also ist das auch keine Geheimtür. Und hier haben wir eine Quaste und hier kommt wahrscheinlich... Ew, was ist das? Oh. Für Catherine von Edward. This pendant once belonged to my grandmother, Edward's wife. But one morning I found it beside my bed. I knew it was from him.
Der verlorene Anhänger wurde überraschenderweise an die Maxwells zurückgegeben. Okay. Seltsam. Und gleich wieder ein Tagebucheintrag. Ja, die Anna Gray ist fleißig, was Tagebücher angeht. Der verlorene Anhänger wurde zurückgegeben. Das sind gute Nachrichten, aber ich kann die Gravur nicht vergessen. An Catherine von Edward. Dies beweist zusätzlich die Präsenz des Geistes. Aha. Okay. Ich glaube, hier brauchen wir... Was ist das denn hier? Was für eine niedliche Statue. Sie ist, sieht fast wie ein Musiker aus. Das wollte ich schon Musiker sagen, hey. Und da ist auch noch was drin. Das dürfen wir nicht übersehen. Was ist hier? Boah, bist du putzig. Der Hamster rennt nicht einfach, nur weil ich das möchte. Vielleicht möchte er ein Leckerli. Du bist so süß. Geh weg, du scheiß Schriftzug. Bist du süß. Gutzi, 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 gutzi. Sorry, bei Tieren, im animierten Tieren im Wimmelbildspielen werde ich zum Kuschelbär. ist so. Hier wieder ein dezenter Hinweis. Der Wasserspeier braucht das ist ein Ohr. Mir ist aufgefallen, dass ich in Aufnahme mache. Keine Ahnung warum. Gewohnheitssache wahrscheinlich. Oder weil ich einfach so hibbelig bin. Schraub, schraub, schraub. Und was kriegen wir? Das letzte Stück der Blume. Und hier fehlt eine Statue, wie man hier an dem Bild sehen kann. Wieder so eine kleine Hilfestellung. Es sind immer so ganz dezente kleine Hilfestellungen im Spiel. Ich finde es, sagen wir so, einerseits eigentlich ganz gut. Einerseits irgendwie eigentlich unnötig. Weil als Rätsellöser müsst ihr ja von alleine drauf kommen. So, jetzt haben wir die Blume vollständig. Was kriegen wir? Eine Kugel. Okay, eine Perle. Wozu braucht mir jetzt noch mal eine Perle? Was? Wozu braucht mir eine Perle? Jetzt bin ich am Überlegen. Hier braucht mir keine Perle. Hierfür auch nicht. Ich meine, Galerie, das ist wahrscheinlich das Geheimzimmer. Würde ich jetzt mal vermuten. So, dann haben wir das Wimmelbild hier wieder freigelegt. Aber ich will wissen, wo die Perle hinkommt. Kommt die hier rauf? Auf die Muschel da? Tatsache. Edward verstand sich nie gut mit seinem Cousin William McRae. Ihre kindlichen Streits wuchsen mit ihnen. Herr Edward glaubt, dass die Maxwell-Zeit stärker sei und dass sie überleben sollte. Während Edward Konflikten aus dem Weg ging. Edward Maxwell schien sich nicht besonders gut mit seinem Stiefbruder William McRae verstanden zu haben. Ja, Probleme sollte man aber auch nicht aus dem Weg gehen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Edward und sein Bruder William McRae konnten sich nicht ausstehen. Sie stritten sich seit Kindstagen. Anscheinend war Edward immer der Auslöser. Ja, der Auslöser, aber zu einem Streit gehören immer zwei oder drei Leute, nicht immer nur einer. Das muss man sich eigentlich merken fürs Leben. Wenn jemand streitet, gehören immer zwei dazu. Schicker Türknauf. Jetzt haben wir die Galerie eröffnet. Und wenn ihr wissen wollt, was sich in der Galerie befindet und wie dieses Wimmelbild aussieht und ihr keins meiner Let's Plays mehr verpassen wollt und dieses auch nicht, dann lasst den Ganzen doch ein Abo da. Ich bedanke mich wieder an dieser Stelle für die eure tolle Zuschauertreue und für die, die sich für dieses Let's Play auch interessieren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr natürlich euer Feedback zu dieser Folge oder zu den nächstfolgenden Folgen mir kundtun wollt, dann lasst mir doch eins da. Und wenn es euch ganz toll gefallen hat, diese Folge und dieses Let's Play natürlich, dann lasst den Ganzen einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge, der Folge 11. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch noch allen. Ciao.